passt vielleicht. Willkommen zurück. Mann, du siehst ziemlich müde aus. Was willst du kaufen? Alles hat seinen Preis, auch für Veränderte. Das glaube ich nicht. Hey, Schwachkopf. Jakob? She-Ra. Das Signal im Wald. Erinnerst du dich? Ja, als wäre es gestern gewesen. Du hast immer noch die Frequenz, oder? Du meinst diese Frequenz? Scheiße. Hast du auch die Lottozahlen auf dem Arsch tätowiert? Immer noch so misstrauisch? Ich hasse diese, habe ich doch gesagt, Masche. Das Signal ist noch aktiv, wie ein entferntes Echo. Es ist digital, muss also von einem Ort kommen, an dem es keine Anomalie gibt. Wir konnten die Quelle bisher leider nicht orten, weil wir nie die richtige Frequenz hatten. Bis du aufgetaucht bist. Hör mir gut zu. Du musst diese Zahlen zu Dr. Abraham Zahedi bringen, einem unserer letzten Wissenschaftler. Blödsinn. Er ist doch schon seit Wochen auf feindlichem Gebiet. 5 Rationen, dass Zahedi tot ist. Das wissen wir nicht. Du. Du kommst mir bekannt vor aus der Krankenstation. Du hast mich aufgeweckt. Gibt schon komische Zufälle. Das ist Jane, exzellente Scharfschützin. Hat ihn gerettet und wäre dabei fast gestorben. Sie bringt dich hin. Warte, She-Ra. Bei unserer Landung war das Signal schon aktiv. Kannst du dir vorstellen, wer oder was es sendet? Tu dir selbst einen Gefallen, vergiss die Frage. Was immer da ist, will nicht gefunden werden. Und wer nach dem Scheißsignal sucht, überlebt es nicht. Aber eine andere Chance haben wir nicht. Und wenn es jemand überleben kann, dann seid ihr das. She-Ra, ich bitte dich. Jakob, das ist ein Befehl. Sorry, dass ich dich zurückgelassen habe. Kein Problem. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich auch getan. Ich weiß, du hast viele Fragen, aber ich habe keine Zeit. Du hast mich ein paar Jahre zu lang pennen lassen. Du kannst dir die Zeit nehmen. Wie hat alles angefangen? Wieso kämpft ihr überhaupt? Als die Anomalie schlimmer wurde, hatten wir die Kolonisierung gerade erst begonnen. Mehr als eine halbe Million war noch im Kälteschlaf und wartete darauf, dass wir sie weckten. Aber wir wussten, dass wir nicht alle ernähren konnten. Tja, eine Fraktion wollte einfach den Stecker ziehen und sie im Schlaf sterben lassen, um unsere Ressourcen zu schützen.
Die anderen wollten ihnen eine Chance geben. Kann mir denken, auf welcher Seite du warst. Ich lag falsch. Wir wollten fair sein und alles rationieren. Aber das führte nur zu Blutvergießen. Eure Feinde, was wollen sie denn? Was wollen wir denn alle? Genug haben. Gibt es bloß nicht. Genug Nahrung, Wasser, einfach alles. Sie hören nicht auf, bis sie alles haben, was uns gehört. Sie wollen uns vernichten. Darum muss ich sie zuerst vernichten. Was bin ich jetzt? Verändert? Ich will das verstehen. Was möchtest du wissen? Wie viele sind es? Schwächere mit kleinen, seltsamen Mutationen findet man überall. Aber von denen mit echter Macht gibt es nur wenige. Wenn auch leider mehr als mir lieb ist. Aber die Soldaten verehren sie als Götter. Die anderen Veränderten da draußen, für wen kämpfen sie? Für wen sie wollen, oder glaubst du, jemand kontrolliert sie? Die, die mit uns kämpfen, scheinen wenigstens einen Grund dafür zu haben. Und einen Rest Menschlichkeit. Aber die anderen sind dämonische, zornige Göttermaschinen des Todes. Da ist nichts Menschliches mehr. Wird mir nicht passieren. Ich hoffe, du hast recht. Das ist verrückt. Du hast das Foto doch erst vor ein paar Stunden gemacht. Das ist schon ewig her. Das Mädchen von damals gibt's nicht mehr. Tja, es hätte nie überleben können. Nimm es. Ich brauch's nicht mehr. Du warst zu lange weg, um zu verstehen, dass wir voll am Arsch sind. Von uns können nicht mehr als 50 oder 60.000 übrig sein. Die andere Seite ist in der Überzahl. Bald haben wir keinen mehr, der kämpfen kann. Der letzte Angriff der Rebellen war eine Ablenkung. Sie haben direkt unter uns Tunnel gegraben und Sprengsätze gelegt. Sie haben unsere Front hochgejagt. Hab ich bemerkt. Es wurden zahllose Verluste gemeldet. Einer meiner besten Männer, Lieutenant McCain, war da draußen. Aber gerade erreichte uns die Nachricht. Er ist unter Trümmern begraben, aber lebt noch. Ich kann keine Männer mehr entbehren. Du musst ihn da rausholen. Ist doch das Mindeste. Wenn dieser McCain noch lebt, muss ich ihn finden. Ich bin also glücklich, ihn zu bekommen. Willkommen, Schätzchen. Madame Beauvoirs Museum der verlorenen Dinge hat immer ge... Wow. Finger weg. Beastie Boys auf Vinyl. Selbst auf der Erde war das eine Rarität. Woher weißt du das? Lange Geschichte. Bist du Sammlerin? Irgendwer muss ja. Alle anderen vergessen nur allzu gern. Woher stammt denn der Kram? Als wir die Erde verließen, durfte jeder von uns nur eine Kiste mitnehmen. Jetzt will keiner mehr was von dem Krempel wissen.
außer mir. Das ist unsere Geschichte. Was wir waren und was verloren ging. Mein kleines Museum der Erde. Spenden sind übrigens immer willkommen. Mein Gott. Da ist noch Tinte drin. Wie? Ich sag ja, lange Geschichte. Danke. Wenn wir die Vergangenheit vergessen, bedeutet die Zukunft nichts. Wenn du wieder was von der alten Erde findest, nehme ich es sehr gern. Ich halte die Augen offen. Hör nicht auf, für mich nach Artefakten zu suchen. Ich bin zu alt, um dafür selbst durch die Gegend zu latschen. Wenn wir die Vergangenheit vergessen, bedeutet die Zukunft nichts. Wenn du wieder was... Hast du heute nichts für mich? Warum hast du als einziger Outrider überlebt? Glaubst du, ich hätte den verdammten Planeten danach noch erforschen wollen? Scheiß drauf. Die können mein Abzeichen haben. War ohnehin nicht so scharf darauf, ein Outrider zu sein. Warum hast du als einziger Outrider überlebt? Glaubst du, ich... Was ist mit den anderen passiert? Hat außer mir kein Outrider überlebt? Tja, war eine beschissene Show und ihr wart in der ersten Reihe. Die meisten hat's am ersten Tag erwischt. Die paar Dutzend, die noch lebten, machten das, wofür wir hier sind. Eine scheiß Erkundungstour. Wer ist wohl gestorben, nur um rauszufinden, dass wir nicht aus dem Scheißtal raus können?
She-Ra, ich sehe das Epizentrum der Explosion. Hier hat alles begonnen. Ich glaube kaum, dass McCain das überlebt hat. Was du glaubst, ist mir egal. Ich brauche ihn lebend.
Vergangenheit vergessen, bedeutet die Zukunft nichts. Wenn du wieder was von der alten Erde findest, nehme ich es sehr gern. Ich erinnere mich. Wir dachten, wir könnten sie für immer behalten. Kommende Generationen würden unsere Filme sehen, unsere Geschichten erfahren, wie wir gelebt und geliebt haben. Jetzt ist es, als hätte das alles nie existiert.